Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lünscheid-Modifikation. Auf der Brandschattkarte, wir spielen wieder in der Open Beta 1.0.3, Open Beta 4 und natürlich Atemschutzlogik wieder aktiv plus natürlich Brandausbreitung auf Schlimm 7. Wir haben hier oben gerade einen Einsatz reinbekommen und zwar ein Brandmelder. Genau, ein Brandmelder zu Hause. Ja, passt doch eigentlich. Ein Rauchmelder zu Hause piepst ein bisschen rum. Wir fahren mal hin, gucken uns die ganze Sache an und schauen dann mal, wie wir hier weitermachen. Ich würde sagen, wir alarmieren hier einfach mal Feueralarmstufe 1. Schicken mal ein paar Fahrzeuge. Ich bin nur gerade am Gucken. Von hier vorne kommen wir nämlich da nicht dran. Wir könnten theoretisch hier ein paar Fahrzeuge hinstellen. Wir könnten aber auch, glaube ich, kommt man von hier hinten da noch irgendwie rein? Theoretisch nicht wirklich. Müssen wir hier über den Zaun springen. Der hat so schöne Speerspitzen. Weiß ich nicht, ob ich da drüber klettern würde. Wahrscheinlich eher weniger. Wir könnten trotzdem mal ein Fahrzeug hier vorschicken, beziehungsweise mal zwei Stück. Die DLK, ja, die müssten wir ja theoretisch auch hier irgendwo hinbringen. Ja, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, außer von da vorne dann zu löschen. Beziehungsweise halt dann von hier vielleicht ein Fahrzeug noch hinzuschicken, Verteile hinzulegen und so weiter. Wir gucken einfach mal. Wenn wir schon irgendwie hinkriegen, wir haben ja noch einen bösen Jungen, der hier durch die Gegend rennt. Der hat was gestohlen. Da schicken wir doch mal einen Streifenwagen los. Ich nehme diese Folge gerade im Anschluss von der letzten Folge auf. Das heißt, wir haben hier die Polizei gerade auf der Minimap schon unterwegs. Ja, die fährt quasi Streife. Und kann auch noch sein, dass das ein oder andere Rettungsfahrzeug vom Rettungsdienst oder von der Feuerwehr noch unterwegs ist, zurück zur Wache. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sind eigentlich alle wieder zurückgefahren. So, wir schicken den Streifenwagen direkt mal hier ihm hinterher. Und der Brand hier hat sich sogar bestätigt. Die Polizei war schon zuerst da oder ist zuerst da. Dann leiten wir hier gerade mal bei der Straße um. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich fies. Gut. Dann heißt es Atemschutzträger alle mal ausrüsten. Dann aussteigen. Ganz so dolle besetzt bei dem Fahrzeug sind wir gerade nicht. Wir brauchen Hydranten. Wir hätten hier einen. Einer ist aber natürlich auch echt wenig. Der soll gerade mal umparken. Wir haben ja wenigstens coole Musik gerade von dem Festgelände nebenan. Beim Feuerlöschen. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob wir nochmal ein weiteres Feuerfahrzeug rausschicken. Ich glaube, wir schicken nochmal ein LF oder ein HLF oder irgend sowas in der Art los. Hauptsache irgendwas, was löschen kann. So. Ja, lauf doch durch die Flammen durch. Ist aber eine gute Idee. Okay, die fangen an zu löschen. Ich übertrage gerade mal die Verantwortung an den Maschinisten, was die Atemluft betrifft. Und ja, mit dem Fahrzeug können wir dann hier Verteiler nach hier hinten legen, damit wir das hier vielleicht ein bisschen abfangen können. Das Fahrzeug ist wenigstens mal voll besetzt, das ist gut. So, aber Hydrant haben wir halt leider immer noch nur den einen. Das ist halt, da hinten kommen wir nicht dran. Der ist zu weit weg. Da müssen wir ja nochmal dran. Bleibt nichts anderes übrig. Ups, sie müssten vielleicht auch hier wieder Atemschutzgeräte anziehen. Gut, wir sind mal ein paar Meter weiter vorgefahren. Dann können wir nämlich hier den einfach jetzt in die Arme nehmen und können ihn dann ins Fahrzeug verfrachten. So, DLK wird aufgebaut. Die könnten sich auch mal irgendwo Wasser ziehen. Ist eigentlich komplett egal wo, würde ich sagen. Dann geht ihr mal an den Verteiler dran. Ja, hier hinten brennt es halt jetzt noch gut. Ich hoffe, dass die Feuerwehr gleich mit noch einem weiteren Fahrzeug hier eintrifft, dass ich von hier hinten löschen kann. Wasser wird gerade an die DLK angeschlossen. Das heißt, die können ab jetzt auch löschen. Personen haben wir keine mehr im Gebäude drin angeblich. Heißt, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Löcharbeiten. Können wir ja gerade schon mal ein Fotochen machen. Ich meine, man sieht die Flammen nicht mehr ganz so dolle aktuell, aber... Okay, wir haben die blaue Wand wieder so. Ja. Gut, wir können aber mal so ein Foto machen. So, ich blende auch gleich mal wieder den Abonnieren-Button ein, für alle, die neu sind auf dem Kanal. Gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr, sehr, sehr freuen, würde wirklich auch sehr weiterhelfen. So, Feuer ist aus. Heißt, die andere Feuerwehr können wir gerade wieder wegschicken.
Oder das andere Feuerfahrzeug. Hier haben wir jetzt gerade mal den Einsatzleiter. Der kann dann gerade mal gucken gehen, ob da noch irgendwie eine Person drin ist oder normalerweise aber nicht. Die Person ist festgenommen, kann aber die Brandmeldeanlage gerade mal ausschalten, beziehungsweise den Rauchmelder. Und hier würde ich sagen, packen wir schon mal zusammen. Gehen wir die Straße so schnell wie möglich wieder frei. Der macht jetzt das Gepiepse aus. Kann sein, dass wir noch die Polizei brauchen. Genau, wir brauchen die doch nochmal. Und zwar zum Türen verschließen. Die schicken wir aber auch hier hin, weil hier geht der Weg rein. Wir müssen nicht hier über den Zaun springen oder hier über die kleine Hecke. Aber die fahren auch einfach so da durch. Alles gut. Ist aber eigentlich lustig, dass jetzt gerade ein anderer Streifenwagen kam. Der war anscheinend näher dran als der, der eh hier war. Auch nicht schlecht. So, packen wir zusammen. Der Einsatz ist durch. So, Polizist kommt jetzt gleich da an. Genau, schon verschlossen. Okay. Pol, Geiselnahme. Geiselnahme, oh, das ist was fürs SEK. Das ist was fürs SEK, da freut sich's. Polizei. SEK Linzing kommt direkt mal hier vorbei. Ansonsten tun wir schon mal mit der normalen Polizei, würde ich sagen, ein bisschen verhandeln, oder? Schicken auch mal am MTW mit, dann können wir gleich die verhafteten Personen einladen, wenn es gut läuft. Vielleicht läuft es auch nicht gut, mal gucken. Ich würde auch sicherheitshalber mal einen Rettungswagen plus NERF hier mit dazustellen. Wer weiß ja nicht, was passiert. Ja, wird vielleicht ein wildes Schusswechsel wieder geben oder vielleicht kommen auch alle rausgestürmt. Wir müssen uns hier wild rumflatschen auf der Straße, man weiß ja nie so genau. Das SEK ist halt gleich da. Ich schicke auch nochmal einen weiteren Streifenwagen mit hierher. Man weiß nämlich nie. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich vielleicht schon mal rausgehe und verhandle mit denen. Irgendwie meine Maus. Bild gerade nicht so richtig. Wahrscheinlich irgendwie ein Staubkorn irgendwie am unten dran oder so. So. Wir könnten schon mal verhandeln. Wie weit ist das SEK noch weg? Kommen die von hier angefahren? Oder ist das der Streifenwagen? Das ist der andere Streifenwagen, der auf dem Weg ist. Da unten kommt das SEK angefahren. Okay. Ja, wenn ich jetzt mit denen verhandle und die kommen raus, dann habe ich nur 4 Polizisten da. Wobei nicht mal 4. Der eine ist nicht ausgestiegen. Jetzt habe ich 4 Polizisten da. Sehr schön. Wir warten noch ganz kurz. Ganz kurz warten wir noch. Damit die Jungs wenigstens in der Nähe sind, falls was sein sollte. Jetzt kommt hier auch nochmal ein weiterer Streifenwagen an. Also da haben wir wenigstens 6 Leute hier vor Ort. Klingt schon mal ein bisschen besser. Klingt schon mal ein bisschen besser. Rettungswagen und Notarzt müssten jetzt auch vor Ort sein. Genau. SEK ist auch gleich da. Wir schicken die mal in die Verhandlung hier rein. So, Megafon raus. Blabliblablub. Gebäude ist umstellt. Eigentlich ja nicht. Eigentlich nur die eine Seite. Aber egal. Mal gucken, ob es rauskommt. Okay. Okay. Wir pfeffern. Wir pfeffern fleißig. Hauptsache, die können sich nicht wehren. SEK ist da, aber gerade nicht benötigt. Oh, da will sich jemand prügeln. Prügeln wird nicht geduldet. Direkt nochmal eine Ladung Pfeffer ins Gesicht. Somit haben wir da schon mal alle festgenommen. Wir gehen mal ins Gebäude rein mit der Polizei. Angeblich sind ja keine Geiselnehmer mehr im Gebäude drin, ne? Wir stürmen nochmal rein mit der Polizei. Boah, SEK gar nicht gebraucht jetzt, krass. Okay, cool. Wir haben es auch so irgendwie hingekriegt. Sehr schön. Dann können die wieder weg. Ja, wären es jetzt natürlich noch mehr Personen gewesen oder ich hätte weniger Streifenwagen hier gehabt, hätte ich echt jetzt ein Problem gekriegt. Wir waren aber gut vorbereitet. Was haben wir denn hier für eine Verletzung? Eine schlimme. Alles klar. Dann darf der nochmal hier gerade weiter vorfahren. Dann hat er sein Fahrzeug in der Nähe und seine Ausrüstung. Können wir da schneller handeln ein bisschen.
So, Heckwanne schalten wir auch mal wieder ein. Okay, dann sind wir eigentlich hiermit durch. Ja, der Notarzt kümmert sich jetzt um die Person. Ansonsten, ich würde sagen, wir starten mal einen weiteren Einsatz, oder? Wir starten einen weiteren Einsatz. TH1, Verkehrsunfall. TH1, Verkehrsunfall. Gut, wir brauchen Polizei. Wir brauchen gleich Feuerwehr. Es wurde sich ja gewünscht, dass ich öfters mal den Rüstwagen einsetze. Deswegen, ich würde sagen, wir schicken auch mal einen Rüstwagen mit raus, oder? Haben wir selten im Einsatz. Cooles Fahrzeug eigentlich. Schade, dass wir es so selten im Einsatz haben. Ja, genauso wie sich halt der NRW öfters mal gewünscht wurde, ich versuche den auch so ein bisschen immer einzubinden. Ja, den alarmieren wir auch einfach mal mit. Ist auch ein wunderschönes Fahrzeug. Sollte man wirklich öfters einsetzen. Ja, ich meine, die haben nicht immer die beste Position. Also die haben jetzt schon eine weitere Anfahrt, aber bis die Feuerwehr da ist, die Person rausgeschnitten hat und so weiter und so fort, bis dahin sind die auch dann da. B0 Buschbaumbrand. Das heißt, wir schicken hier nochmal ein bisschen was los. Und zwar HLF. Ich glaube, es ist ja wirklich nur da hinten das kleine Gebüsch. Ja, das ist aber hier Industriegebiet näher. Körperverletzung. Jetzt gerade übertreibt das Spiel ein bisschen. Okay, Streifenwagen. Haben wir was in der Nähe? Natürlich nicht. Sehr cool. Wir sind hier direkt bei der Hauptfeuerwache, bei der Wache 1. Torkelt hier durch die Gegend, der Idiot. Das ist natürlich auch schön. Gut. Stellangriff. Rüstwagen kommt auch an. Wir können mit den Leuten schon mal gucken, ob wir hier, oder wie viele Leute wir da rausschnippeln können. Wir können den auch gerade mal nutzen, um hier Licht zu machen. Hier können wir Verkehr umleiten. Lassen wir die hier mal aussteigen. Gehen wir mit dem Gruppenführer dann gleich mal ans Fahrzeug ran und gucken mal, wie viele da drin sind. Außerdem können wir hier auch einen Lichtmast aufstellen. Wenn wir das schon haben, nutzen wir das auch, würde ich sagen. Da ist schon aufgestellt. Lassen wir die Leute hier mal aussteigen. Dann können wir da vielleicht schon mal anfangen mit rausschnibbeln. Erster Rettungswagen ist da. NEF ist da. Eine Person ist hier drinne. Dann kann der gerade nochmal dort gucken und hier die fangen schon mal an rauszuschneiden. Da ist die Feuerwehr wahrscheinlich schon auf dem Weg, oder? Nee, die sind schon da. Ah, ja, klar. Werkfeuerwehr. Direkt vor Ort. Die machen einen Schnellangriff und hier die Polizei ist dem auf den Fersen. Wortwörtlich. Aber ich frage mich gerade, das ist ja eine gemeldete Körperverletzung. Wer wurde denn verletzt? Wo haben wir denn eine verletzte Person? Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Ich glaube irgendwie nicht. Eine Person ist draußen. Die andere wird jetzt auch rausgeschnibbelt. Ups, das war ein bisschen weit reingezoomt. Wenn wir so ein schönes Fahrzeug schon mal hier im Einsatz haben, dann müssen wir auch mal ein paar Bilder davon machen, oder? Ich glaube schon. Ist auch gerade so schön angeleuchtet von der Straßenlampe. Hintergrund noch die Polizei. Die schönen Plakate im Hintergrund an dem Haus. Ja, schöne Situation hier. Naja, für die Beteiligten auf jeden Fall nicht. Okay. Das müsste man eigentlich erledigt haben. Das haken wir ab. Genau, Körperverletzung ist schon abgehakt, schon erledigt. Dann da. NRW ist auch vor Ort mittlerweile. Kann sich gerade mal um die andere Person hier kümmern. Hat leider noch keine Lichttexturen an den Scheinwerfern dran, so wie es aussieht. So, Heckwarner ist dort an. Heckwarner schalten wir auch hier an. Umfeldbeleuchtung machen wir auch an. Hier schön taghell ist und ich finde, der Unfall ist auch wirklich, oder der Unfallort ist wirklich auch gut ausgeleuchtet aktuell. Schön taghell, so wie es sein soll. Kann sein, dass der Notarzt vielleicht sich um die andere Person kümmern müsste. Gebrochener Arm, jawohl. Dann machen wir gerade einen Tausch. Gebrochenes Bein. Weil, ja. Gebrochene Sachen kommen auch die hier gut mit zurecht. Hier haben wir noch ein gebrochenes Bein, alles klar. Rettungswagen kommt.
Ding, Dong, Ding ist auf dem Weg. Gut. Dann müssen wir sonst noch irgendwas machen. Fahrzeugparks abschleppen, ja klar, das fehlt natürlich noch, aber ansonsten für die Feuerwehr ist so nichts mehr zu tun, wenn ich das so richtig deute und ja, Rettungsdienst ist fleißig an der Sache. Die wären theoretisch sogar schon startklar. NEF brauchen wir nicht, wir haben das NAW da. Da wir nur einen Notarzt brauchen, reicht es. Dann können die nämlich die schwerverletzte Person mitnehmen. Dann passt das innere Blutung. Oh je, nicht gut. So, Rettungswagen kommt schon an. Direkt nämlich bei der Wache 4 dran. Sind sie schnell vor Ort. Heckwarner schalten wir gerade mal ein. Und dann ist gut. Dann können die jetzt schon mal losfahren. Ist ja nur der gebrochene Arm. Und die können sich dann auch startklar machen. Dann kann die Feuerwehr eigentlich auch schon wieder zusammenpacken. Gelöscht werden muss nichts mehr. Betriebsmittel müssen keine aufgenommen werden. Somit ist das alles in Ordnung. Polizei hat schon die Abschlepper gerufen, die nächstgelegenen. Als Polizei könnte theoretisch auch wegfahren. Beziehungsweise wir können auch hier die Feuerwehr wegschicken. Die brauchen auch nicht mehr ausleuchten. Also den Rüstwagen wegschicken. HLF haben wir schon weggeschickt. Hat es aber vergessen, den Wassertank aufzufüllen. Ist aber auch nicht so schlimm. Und der Rüstwagen packt auch zusammen. Ich finde es gerade cool, dass der Heckwarner so in der Reihenfolge da blinkt. Cool. Gut. NRW schicken wir auch los. Abschlepper können wir sagen, der soll das abschleppen, der soll das abschleppen. Streifenwagen schicken wir auch wieder auf den Weg. Ansonsten. Ja, Geiselnahme müssen wir gerade nochmal gucken. Moment. Achso, das sind die Personen, die aus dem Gebäude raus. Ah, okay. Ja, alles gut. Wir haben ja hier noch den Einsatz offen. Müssen wir uns drum kümmern. Ich war noch gerade verwundert, warum es zu den Personen hinspringt, wenn ich da auf die Geiselnahme klicke. Aber das sind die Personen, die aus dem Gebäude befreit wurden und nicht verletzt waren. Deswegen. Was hatten wir hier nochmal? Schussverletzung Oberkörper. War das war, glaube ich, Rettungshubschrauber-Sache, oder? Kann sein, müssen wir gleich nochmal gucken. Schön, zwei Abschlepper ineinander vereint. Ach ja. Schöne Position, was sie da eingenommen haben. Hauptsache es funktioniert. Gut, der NRW kommt gerade hier vorbeigeschossen, fährt zum Krankenhaus. Und der kann auch weg. So, somit ist der Verkehrsunfall eigentlich komplett abgeschlossen. Und hier, die schicken wir jetzt auch los. Notarzt müsste eigentlich schon eingestiegen sein mit dem Rettungswagen, genau. Also ist das auch komplett abgeschlossen. Dann haben wir hier noch das gebrochene Beinchen. Das ist jetzt auch gleich komplett abgeschlossen. Dann sind wir durch. Ja, der kleine Brand wurde auch mit einem ganz kleinen Becher Wasser ausgeschüttet anscheinend. Ihr fehlt im Fahrzeugtank nun nicht mal Millimeter. Ein ganz, ganz leichter Strich fehlt da. Lassen wir einfach so. Genau, fahren sie so zur Wache zurück. Können ja da notfalls den einen Schluck Wasser wieder nachkippen. Alles gut. So, haben wir sonst noch irgendwas offen? Ich glaube nicht. Die Einsätze sind alle abgearbeitet. Wir haben auch, glaube ich, sonst kein Fahrzeug mehr irgendwo rumstehen, oder? Unsinnigerweise. Ja, nee, Hubschrauber brauchen wir hier, okay. Dann war das doch tatsächlich Hubschrauber. Oberkörper war Hubschrauber. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Streifenwagen. Und ich hoffe, dass jetzt in der Nacht hier der Hubschrauber fliegt. Aber normalerweise einer fliegt. Wo haben wir's? Da, RTH. Genau, der SAR 41 soll herkommen. Gucken mal, dass wir dann hier irgendwie abgesperrt bekommen. Rettungshubschrauber, Landeplatz. Haben wir hier irgendwo Platz? Nö. Heißt, wir müssen hier auf die große Kreuzung. Okay, dann machen wir die große Kreuzung einfach mal dicht. Wir verteilen unsere Fahrzeuge hier so ein bisschen. Der kann sich dann gerade mal so hinstellen. Der fährt gerade weg. Ich würde jetzt vielleicht nochmal einen weiteren Streifenwagen rufen. Ja, dass wir vielleicht zwei Stück sogar. Ich muss eh nochmal ein paar mehr wieder auf Streife schicken.
Dann machen wir hier auch dicht. Den sagen wir gleich dann hier landen. Ist auf dem Weg. Der sollte bald da sein. Mit dem Streifenwagen parken wir gerade nochmal um. Bis der andere Streifenwagen da ist, soll sich der Polizist gerade mal dahin stellen. So, da wird umgeleitet. Hier können wir gerade mal umleiten. Der Polizist versperrt den Weg. Der Rettungshubschrauber kommt schon an. Dann sind wir ja gerade pünktlich. Dann stelle ich hier mal davor, dass nicht das andere Auto dann gleich noch losfährt. Genau, der dreht sich jetzt normalerweise mit der Spitze, mit der Schnauze vorne in die Richtung, wo der Pfeil zeigt. Und dann, genau, geht er runter. Hier haben wir eine hypertensive Krise reinbekommen. Schicken wir doch gerade mal was los. Wo sind wir denn gerade in der Nähe? Wir sind in der Nähe vom Krankenhaus. Weiß nicht, ob da noch irgendein Fahrzeug zur Verfügung steht. Wenn nicht, kommen die jetzt aus der Berufsfeuerwache 2 und sieht so aus, als würden sie von daher kommen. Hubschrauber ist gelandet. Also können die jetzt gerade mal den Patienten übernehmen. Die können wir theoretisch auch umleiten lassen. Dann kann er hier gerade mal weggehen. Gut. Das läuft soweit. Alles in Ordnung hier. Jawohl. Schon gleich viel entspannter, wenn so ein Atomkraftwerk mal nicht brennt. Diesen einen Einsatz habe ich immer noch nicht verarbeitet. Der ist aber auch echt heftig. Der ist aber auch unglaublich heftig. Vor, ich weiß nicht, 3, 4 Folgen hatten wir ja das Atomkraftwerk am Brennen und eine Wolke hat das so einen riesen Umkreis mit Leuten verseucht gehabt. Wahnsinnseinsatz. So alleine irgendwie. Ich weiß nicht, ob man den gut abarbeiten kann. Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Also ich hab's ja, ich weiß nicht, wie viele Personen waren verstorben? 7, 8, 9? Irgend sowas in dem Dreh. Das waren aber auch wirklich unglaublich viele kontaminierte Personen. Plus den Brand, wo man sich drum kümmern musste. Aufschlimm 7, ja, mit Atemschutzlogik sind noch viele Feuerwehrleute dann umgekippt. Lustigerweise sehr merkwürdig, aber egal. Weil wir hatten eigentlich den Gerätewagen Atemschützer so hingestellt, dass die Leute eigentlich hätten versorgt sein müssen, aber waren sie irgendwie nicht. Und dann, ach, komplettes Chaos einfach, aber ich hoffe, der Einsatz kommt jetzt erst nach langer, langer, langer Spielzeit wieder. Und nicht jetzt sofort wieder hinterher, das wäre natürlich eine Sache. Der Einsatz war echt heftig. Also ich würde fast sagen, es war der heftigste aktuell hier in der Modifikation drin. Ich meine, der große Flugzeugabsturz, der hat's auch in sich. Auf jeden Fall, der hat's auch ganz schön in sich. Sehr viele Verletzte, viele verschiedene Brandherde und so weiter. Also der ist schon, ja, gar nicht übel. Aber du hast keine kontaminierten Personen dort. Und kontaminierte Person heißt halt immer, du musst erstmal den Brandherd stoppen, damit du mit deinen Leuten, mit deinen Einsatzkräften, sei es Polizei, Feuerwehr, sonst was, gescheit arbeiten kannst, musst du erstmal den Brandherd unter Kontrolle kriegen. Dann musst du anfangen, mit den Leuten, mit den Spezialanzügen die Leute einzusammeln, musst die alle einzeln durchs Dekon jagen. Ja, durchs Dekon oder halt durch den Abrollbehälter Dekon. Das heißt, du hast, wenn du 20, 30 irgendwie verseuchte Personen hast, musst du die einzeln durch eins von beiden Fahrzeugen durchjagen. Und dann brauchst du auch genauso viel Rettungsdienst, wo du dich auch noch drum kümmern musst. Und dann musst du das noch machen und das. Wahnsinn. Ja, beim Flugzeugabsturz hast du wenigstens nur die ganz vielen Verletzten, die paar Brände nebenan. Ja, wo aber keine Person kontaminiert wird und so weiter. Da hat das schon echt dann angenehmer. Das ist schon echt angenehmer. Auch wenn es ein mega anstrengender Einsatz ist. Genauso wie der Zugunfall, das Zugunglück. Es sind auch sau viele verletzte Personen rumfliegen. Überall kleine Brandherde. Aber hast halt auch keine kontaminierten Personen. Deswegen mag ich diese Einsätze sogar mehr als halt dieses Atomkraftwerk. Aber es ist mega cool, dass der Einsatz mit dabei ist. Weil der ist halt wirklich herausfordernd. B2, Gebäudebrand. B2, Gebäudebrand. Was haben wir denn hier? Sind wir da nicht an der Schule irgendwo? Kindergarten? Ja, genau, sieht so aus. Hurra, hurra, die Schule brennt. Dann schicken wir doch mal die Feuerwehr los. B2, Gebäude. Ja, wo parken wir? Ich würde sagen, wir haben ja eigentlich recht viel Platz auf dem
Schulhof, auf dem Pausenhof. Schicken wir einfach da die Feuerwehr mal hin. Wir können hier auf der Straße ein Fahrzeug parken. Wir können die DLK von mir aus hier noch irgendwo unterkriegen. Weiteres HLF vielleicht hier. Ich habe so ein bisschen Angst um das Gebäude hier auf der Rückseite, das hohe Haus. Dass da vielleicht irgendwas passiert. Deswegen würde ich da vielleicht die DLK in die Nähe stellen. Plus das andere Fahrzeug. Gerätewagen, Atemschutz können wir hier irgendwo noch reinquetschen. Rettungswagen kann sich hier mal platzieren und von der Polizei, der MTW, der kann hier eigentlich mal dicht machen, plus ein weiterer Wagen kann sich vielleicht hier mal hinstellen, damit ich da ungestört arbeiten kann, genau. So, und die können jetzt mal Richtung Krankenhaus aufbrechen, der Notarzt wird natürlich begleiten, hypertensive Krise, müssen wir das so machen. Ansonsten, Feuerwehr ist schon auf dem Weg, sehe ich hier gerade. Der Einsatzleiter ist schon mal vorgefahren. Fahren wir einfach mal mit. Da fand ich ja bei dem neuen Emergency ganz am Anfang im Tutorial die Szene geil, wo man dann halt wirklich Ego-Perspektive oder so ziemlich Ego-Perspektive hat und ist dann so zum Einsatzort hingefahren. Das fand ich ganz cool. Ich muss ja immer noch sagen, um mal wieder auf den neuen Emergency-Teil zurückzukommen, so an sich, ich finde den echt nicht verkehrt. Also ich finde den nicht schlecht. Ich finde, es ist halt kein Emergency. Das ist das Problem. Deswegen hat das Spiel auch so viele negative Bewertungen. Aber es hat auf jeden Fall seine Anreize. Es ist gar nicht so verkehrt. Es ist halt, wie gesagt, einfach nur kein Emergency. Es müsste irgendwie anders heißen. Damit keiner ein Emergency erwartet hätte. Ich meine, so mit den Modifikationen hier kann es nicht mithalten, auf jeden Fall nicht. Ja, der neue Teil hat wenig mit Realismus zu tun und so weiter. Kann er auf jeden Fall nicht mithalten. Aber so vom Spielerischen her, vom Spielsystem, finde ich es eigentlich ganz cool. Man hat halt bei dem neuen Teil, dadurch, dass du halt immer nach jeder Schicht neue Karten freischaltest, die oder Eigenschaften, die dir weiterhelfen, dann kannst du die Schichten besser abarbeiten oder schaffst Schichten, die du vorher nicht geschafft hast und du willst halt immer neue Sachen freischalten. Das motiviert halt extrem zum Spielen. Und deswegen finde ich das so vom System her schon mal gar nicht so verkehrt. Es sollte halt nicht Emergency heißen. Und ich hoffe auch trotzdem, dass es nochmal so ein typisches Emergency dann gibt. Ja, so ein Emergency 6, so ein richtiges. Hoffe ich halt trotzdem. Ich hoffe, dass das Geld, was man mit dem neuen Teil jetzt einnimmt, dass man das halt in ein richtiges Emergency 6 investiert. Das wäre mein Wunsch einfach. Dann hätte man so ein Spiel für zwischendurch, was sehr viel Spaß macht, muss man sagen, also der neue Teil. Und dann vielleicht nochmal ein richtiges Emergency, wo du halt Modifikationen wieder drin hast und so ein Zeugs. Wo man merkt, dass der Entwickler nicht nur auf Geld aus ist, sondern auch darauf aus ist, dass die Community zufrieden und glücklich ist. Das wäre halt so ein persönliches Bedürfnis. Weil das war schon ein ganz schöner Schlag in die Fresse, als es dann so hieß, ja, es kommt ein neues Emergency raus, aber Edge Badge, kein Modding. Das war schon so ein bisschen Schlag in die Fresse. Weil halt jeder weiß, dass die Modding-Community Emergency über die ganzen Jahre am Leben gehalten hat. Und deswegen war das halt wirklich richtig miese, fiese Aktion, ehrlich gesagt. Aber gut. Es ist halt leider so, wie heutzutage üblich, dass halt jede Spieleschmiede braucht irgendwie Spiele, wo sie bis zum Ende melken kann. Ja, oder wo die Spieler bis zum Ende gemolken werden können. Und das ist halt jetzt von 16 Tons Entertainment. Oder 16 Toons Entertainment, ich sag's glaube ich immer falsch. Ich meine, die haben zwar schon Emergency HQ fürs Handy. Ja, ist ja ziemlich ähnlich vom Spielprinzip. Aber gut. Am Computer kannst du natürlich, hast du nochmal mehr Leute, die so Sachen spielen und Geld vielleicht für investieren. Und ja, man kann ja nicht gerade wenig Geld investieren in den Teil am Computer. Wie es am Handy ist, weiß ich nicht. Ich habe Emergency HQ nur gespielt gehabt, als es neu war. Und dann aber auch nur kurz, weil ich finde, man hat am ganzen Tag über genug Handyzeit und Bildschirmzeit. Da brauche ich nicht noch dann irgendwie in meiner Freizeit auf den kleinen Handybildschirm starren und kann da oder muss da irgendwas zocken. Ich habe mir es nur mal angeschaut, wie es so war und dann schnell wieder weg. Oh, was ist denn hier passiert? Unfall auf Baustelle, Lage unklar. Alles klar, die Leute fahren alle gerade durch den Baum durch. Wir machen hier gerade mal die Kreiselausfahrt dicht. Wir haben hier auf jeden Fall mehrere brennende Fahrzeuge. Das heißt, ich schicke mal HLF plus Rüstwagen mal wieder raus. Dann können wir mit dem HLF löschen und mit dem Rüstwagen die Leute rausschneiden. So ist gerade
die ganze Sache angedacht. Wir sind ja auch nah an der Feuerwache dran, sehe ich gerade. Ja, da sind wir. Und vielleicht einen Rüstwagen hier hin zum Baum weghauen und Leute rausschneiden und so weiter. Wir brauchen auf jeden Fall, wir haben drei Fahrzeuge, zwei brennen davon. Schick mal, wir sind auch sehr nah dran an dem NAW. Wir gucken mal, ob der zur Verfügung steht. Genau, einer steht zur Verfügung. Dann würde ich vielleicht nochmal RTW plus NEF plus nochmal einen Rettungswagen mitschicken. Es ist halt verdammt eng hier gerade. Ich parke jetzt erstmal so ein bisschen in der Nebenstraße. Schön immer entgegen des Verkehrs hier abstellen. Ganz wichtig. So, okay. Die sollen jetzt eigentlich mal so hinfahren und dann hier dicht machen, dass alle Fahrzeuge, die hier reinfahren wollen, direkt umgeleitet werden. Wir haben da hinten ein paar Gaffer. Ich bin allergisch gegen Gaffer. Und wir haben einen Zeugen da hinten, alles klar. Wenigstens hat die Feuerwehr nicht weit. So, der Einsatz ist auch abgeschlossen, die fahren ins Krankenhaus. Befrage ich gerade mit zwei Polizisten die gleiche Person und der ist auch noch böse und will jetzt abhauen. Moment mal. Moment. Okay, er wurde gerade gepfeffert. Wir nehmen ihn gerade mal fest. Bevor er noch zum brennenden Auto läuft, ist also ein böser Gaffer. Alles klar. So, jetzt zieht... Ups, ich wollte das Fahrzeug eigentlich gar nicht mehr losschicken. Das ist natürlich nicht so geil, wie die da stehen. Komm, steigt nochmal ein, dann steht ihr alle im Weg. Wir parken nochmal ein bisschen um gleich. Alle drin? Gut, dann parken wir nochmal ein bisschen um. So, sind nicht ganz so schräg dastehen. Und jetzt Verteiler, mitten rein. Hydrant haben wir vor Ort. Direkt mal eine Person festgenommen, auch nicht schlecht. So, machen wir mal weiter. Lassen das Pfefferspray in der Hand. Wir tun den bösen Gaffer gerade nochmal mit dem Kopf in die Flammen tunken, damit er lernt, Gaffen ist Kacke. Und ja, dann ab ins Polizeifahrzeug mit dem. Rüstwagen ist auch da, sehr schön. Dann können wir da auch schon mal anfangen. Ich weiß nicht, ob wir den Baum wegsägen müssen oder nicht. Oder wir gucken einfach mal. Ich nehme mir mal die Säge in die Hand. Gucken wir mal, ob wir den wegklatschen können. So, Wasserversorgung steht. Dann hat der Maschinist die Kontrolle über die Atemluft. Der hat das alles im Blick. Hypertensive Krise. Schicken wir doch gerade nochmal was los. Rettungswagen plus NEF. Und ich müsste mich auch mal wieder so ein bisschen mehr um die Absperrung kümmern. Aber andererseits hier bei dem Unfall ist gerade die Auffahrt hier dicht. Wir könnten hier hinten ein paar Pylonen hinsetzen. Müssen wir hier die Straße noch dicht machen. Jedenfalls zur Hälfte. Und ansonsten hier staut sich wieder ein bisschen. Gut, dafür haben wir das Debug-Tool da. Machen wir so. Funktionen. Remove. Wo haben wir es? Da. LKW weg. Weg. Klären wir erstmal die ganze Situation. So, Feuer sind alle aus. Da haben wir sogar zwei Personen drin. Gut. Fangen wir da schon mal an rauszuschnippeln. Kettensäge können wir den Baum gerade weghauen. Da gucken wir gerade mal in das andere Fahrzeug hier rein. Gut, die Straße wird dicht gemacht. Sehr schön. Kann hier erstmal keiner lang. Hier hinten, das ist eh nur ein Parkplatz. Wunderbar. Wie gesagt, hier hinten ist eh dicht. Also da kommt jetzt aktuell keiner rein. Da wird auch keiner langfahren. Also da ist auf jeden Fall alles safe. Es sind auch zwei Personen drin. Das heißt, wir bräuchten nochmal wahrscheinlich zwei Rettungswagen mehr. Wobei, da ist keine Person drin. Schicken wir nochmal einen raus. Sicherheitshalber. Okay, einen Gaffer haben wir noch. Schick erstmal die normale Rettungswagenbesatzung dahin. Da ist auch eine Person rausgeschnippelt worden. Sehr schön. Ja, die haben jetzt ein bisschen Laufwege. Aber ist nicht wild. Hier wollte ich eigentlich auch nochmal so ein bisschen mehr Bling-Bling hinsetzen.
Ah, ich habe jetzt die Dinger nicht gedreht. Entschuldigung. Hauptsache, das blinkt und leuchtet. Immer wenn ich so schöne Bilder machen könnte, ist die blaue Wand in der Nähe. Könntest du bitte mal weglaufen? Danke. Okay, Kofferraum klappt, können wir so auch durchgucken aus dem Blickwinkel. Machen wir es einfach mal so. Gut. Oder auch nicht. Wir könnten ja theoretisch den Lichtmast noch ausfahren, ja, damit wir hier nochmal ein bisschen heller haben. Wir brauchen hier einen Notarzt, alles klar. Dann soll die NRW-Besatzung sich darum kümmern. Abschlepper. Müssen wir auch noch rufen. Wo parken wir die denn? Wir könnten einen Abschlepper hier hinter dem Feuerwehrfahrzeug mal parken und wir könnten einen Abschlepper vielleicht auf der anderen Seite parken. Hier hinten. So, das müsste der Notarzt vom NRW sein. Genau. Da ist er. Die können sich dann gerade mal um die Person kümmern. Hier oben wäre theoretisch immer eine Rettungswagenbesatzung abfahrfertig. Was haben wir denn da für eine Verletzung? Kann ja eigentlich nichts Schlimmes sein, oder? Nee, Schleudertrauma. Platzwunde an Körper und Kopf ist auch nicht ganz so wild. Einen Abschlepper brauchen wir noch. Der kann sich von mir aus auch mal hier hinstellen. Da haben wir die schon mal vor Ort. Gut, ich würde auch gerade mal Einsatzstopp reinmachen. Ich kann den Patienten nicht aufnehmen. Müssen wir so machen. Auch kein Ding, der Notarzt kann auch schon mal einsteigen. Der Kollege kann schon wieder einsteigen. Wir können ja auch, Heckwarner ist gerade automatisch eingegangen, weil wir ja gerade die Türen hinten geöffnet haben. Nehmen wir jetzt den Patienten auf, bringen wir den ins Krankenhaus. Und da können wir theoretisch auch schon losfahren mit dem einen oder anderen Rettungswagen. Das heißt, die fahren jetzt ab. Vom NRW können dann die schwer verwundete Person mitnehmen. Hirnblutung. Oh Gott. Schleudertrauma. Ja, Zeuge wird befragt. Er ist wahrscheinlich der Fahrer von dem Fahrzeug, weil da war ja, glaube ich, niemand drin. Abschlepper ist auch schon einer da. Der andere ist auch schon da. Also schon zwei Stück vor Ort. Der dritte ist noch nicht da. Den habe ich aber auch erst viel später gerade dazu gerufen. Ansonsten, wir sind eigentlich hier fast durch mit dem Einsatzort. Ich würde, glaube ich, schon mal, um hier die Straße frei zu machen, den Rüstwagen wegschicken. Brauchen wir nicht mehr. Der Abschlepper kommt einfach durch den Wald durchgefahren. Alles klar, er ist da. Wunderschön. So, ansonsten, der erste Rettungswagen ist schon mal weggefahren. Der zweite Rettungswagen macht sich jetzt gleich auf den Weg. Der dritte wird sich dann auch bald auf den Weg machen. Der vierte dann auch gleich. So, das ist der dritte dann. Die machen sich jetzt auch auf den Weg. Und der vierte ist dann der NRW. Das heißt, wir könnten theoretisch eigentlich schon mal anfangen. Wir könnten, jetzt ist nämlich hier der Weg frei, den ersten Abschlepper dahin schicken. Die Feuerwehr würde ich auch zusammenpacken lassen. Dann hat der Abschlepper da noch so ein bisschen mehr Platz. Kann ein bisschen besser rumrangieren. Keine Gefahr mehr für andere Personen. Und ja, der Notarzt, der steigt ja dann eh wieder damit ein. Und den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. So, Polizist da hinten räumt weg. Und der kann ja auch schon mal theoretisch anfangen, hier wegzuräumen. Und jetzt sind da alle Leute weg. Jetzt können wir da auch den Wagen abschleppen. Den können wir auch losschicken. Der fährt nämlich jetzt weg. Die fahren auch gleich weg in wenigen Sekunden. Der Rettungswagen ist schon mal losgefahren. Der Rüstwagen ist schon mal losgefahren. Den brauchen wir auch nicht mehr. Somit kann der auch schon mal weg. Dann sind wir hier gleich durch. Haben wir den Einsatz abgearbeitet. Gut. Straße da hinten ist auch wieder freigegeben worden. Wie gesagt, der kann weg. Der andere Abschlepper kämpft sich gerade einen Weg da noch irgendwie durch. Der kann auch gleich weg. Die Polizei schicke ich hier auch schon mal weg, dass die Straße auch wieder
befahrbar ist. Und die müssen zur Wache zurückfahren, weil die haben natürlich jemanden festgenommen. Genau. So, wie sieht's hier aus? Die müssen wir auch mal losschicken. Genau, das eine Fahrzeug, der kleine Smart, blockiert gerade noch den Weg. Gleich aber nicht mehr. Polizei hat auch den Weg freigegeben. Den schicken wir auch hier weg. Brauchen wir auch nicht mehr vor Ort. Und der NRW gibt Vollgas. Tschüss. So. Gut, hat das Krankenhaus jetzt wieder ein bisschen was zu tun. So, die Straße ist auch wieder frei. Gut, der fährt auch weg. Würde ich sagen, das haben wir abgeschlossen eigentlich. Das ist abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen, sind auf dem Weg zur Wache. Die sind ja auch mit Vollgas auf dem Weg Richtung Krankenhaus. Ein Streifenwagen blockiert gerade so ein bisschen den Weg vor denen. Aber die schlängeln sich einfach drumherum. Rechts und links vorbei. total sicher. Alles safe. Und auch nicht. So, dann hat die Notaufnahme wieder ein bisschen was zu tun. Da steht schon ein Rettungswagen da. Der NRW müsste auch gleich ankommen. Genau, die kommen ziemlich zeitgleich an. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir ans Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu unter Social Media in der Videobeschreibung. Gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen. Gerne auch die Videos teilen, damit nochmal ein paar mehr neue Leute auf den Kanal draufkommen und der Algorithmus die Videos öfters vorschlägt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.